Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und der KSV Holstein Kiel. Das Ganze hier Samstag um 15.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. Das ist ausverkauft. 26.000 Zuschauer werden Augenzeuginnen und Augenzeugen sein. Hinweis speziell natürlich für unsere Gäste aus Kiel, habe ich beim letzten Heimspiel schon gegeben. Es gibt einige Anreiseschwierigkeiten durch die Sperrung der A40, also bitte rechtzeitig losfahren und sämtliche Hinweise, die wir über unsere eigenen Medien spielen, ernst nehmen. Am besten wird sein, das Wetter spielt ja mit, ihr kommt, das gilt nicht für die Kieler, aber für die Einheimischen mit dem Fahrrad. Fahrradplätze haben wir reichlich. Blau-weißes Miteinander auf den Rängen, hatte ich vor dem Gladbach-Spiel schon erwähnt, wiederhole ich heute nochmal, immer schön Fairplay auf den Rängen einhalten. Wir haben auch einen Partner des Spieltags, unseren Premium-Partner Watz. Die haben sich was Besonderes auf der Verweilfläche vor der Ostkurve ausgedacht. Einen digitalen interaktiven Screen, bei dem man Preise gewinnen kann. Lasst euch überraschen. Und damit wären wir dann bei der Statistik zum Spiel. Bisher gab es 9 Pflichtspiele zwischen dem VfL und den Kielern. 8-mal in der zweiten Liga, einmal im DFB-Pokal. Bilanz, 3 Siege und 2 Unentschieden aus Bochumer Sicht. Und hier in Bochum bei 4 Spielen, 2 Siege und 1 Unentschieden. Aus dem Bereich des ehemaligen Managements, Tim Joost, der bei uns in der Direktion arbeitet, war vorher für die KSV Holstein zuständig. Und auf der Gegenseite haben wir mit Louis Holtby und Phil Harris 2 ehemalige Bochumer Spieler und mit Dirk Bremser und Alexander Hahn 2 ehemalige aus dem VfL-Bereich, die dort als Co-Trainer aktiv sind. Als Trainer beim VfL, Cheftrainer Peter Zeitler mit auf dem Podium. Abfrage der Personalsituation. Bernardo, Ordetz und Tolba sind wieder auf dem Platz. Unter der Woche mussten Koji Miyoshi und Aliu Balde vom Platz runter. Wie sieht es in den Fällen aus? Ja, ich fange B vorne im Alphabet an. Balde hat den grippalen Infekt die Woche und konnte deshalb an einem Tag nicht trainieren, aber jetzt ist er seit 2 Tagen wieder im Training, heute auch im Abschlusstraining und wird folglich im Kader erscheinen. Bei Miyoshi sieht es leider ein bisschen anders aus. Miyoshi hat Oberschenkelprobleme, die seinen Einsatz nicht möglich machen morgen. Nichts Großes, sodass wirklich Hoffnung besteht, dass er nächste Woche in Dortmund mit von der Partie sein wird. Aber er ist morgen nicht im Kader. Sein Kaderplatz nimmt deshalb Gamboa ein, der letzte Woche dann auch wegen kleinerer Probleme im Oberschenkel nicht mit dabei sein konnte. Ansonsten der gleiche Kader. Wir werden morgen mit 3 Spielern dann auch oder am Sonntag die U21 verstärken. Kurt, Jan, beziehungsweise mit den zwei genannten, 3 sind es trotzdem mit dem Torhüter, den müssen wir dazu rechnen, Paul Grabe und ansonsten, wie gesagt, der gleiche Kader. Und ich denke, ich habe jetzt zur Personalsituation alles gesagt. Gut, Fragen gibt es eventuell in anderen Richtungen. Philipp Rentsch. Ja, guten Tag, Herr Zeitler. Sie sind gerne auch in der Stadt unterwegs, sprechen mit den Menschen, mit den Fans des VfL Bochum. Welche Erwartungshaltung verspüren Sie bei denen jetzt vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger Holstein Kiel? Ja, die gleiche wie Sie, dass morgen der erste Sieg kommt. Natürlich muss man das Spiel spielen, muss dann auch eine gute Leistung bringen. Aber ich spüre natürlich die Erwartungshaltung, die haben wir auch an uns. In dem Moment, wo das Spiel beginnt, zählen andere Dinge. Da geht es darum, dass wir uns durchsetzen, dass wir ein Tor mehr schießen, mindestens wie der Gegner. Und so mit dieser Überzeugung, mit dieser Zuversicht werden wir morgen in das Spiel reingehen. Weitere Fragen, kurzes Handzeichen. Stefan Döring, Funke Sport, war etwas schneller. Hallo Herr Zeitler, der gegnerische Trainer hat gestern auf seiner Pressekonferenz verlautbaren lassen, sinngemäß, wenn man nicht den VfL Bochum jetzt schlagen sollte, wen sollte man dann schlagen? Ein bisschen überspitzt gesagt, ich glaube das konkrete Zitat war, wenn man guckt, welcher Gegner uns erwartet, sollte der Anspruch da sein, 3 Punkte zu holen. Ist das forsch? Ist das genau der richtige Ansatz? Und wie reagieren Sie darauf? Mit welcher Ansage? Ja, die Ansätze unseres Gegners interessieren uns erstmal nicht. Was natürlich klar ist, dass man, wenn er das aus der Tabellensituation ableitet, dann ist es ja so, dass sich 2 Mannschaften und von den letzten 3 begegnen. Und dann hat er natürlich das Recht, ich kenne ihn auch persönlich, den Marcel, dann hat er das Recht, das zu sagen. Aber und das wird er mir nicht übel nehmen, das interessiert uns erstmal nicht und hat überhaupt keine Bedeutung für den Spielverlauf oder wie das Spiel geht. Aber natürlich kann er das sagen und ich kann es auch nachvollziehen. Ralf Ritter, Watz Bochum. Ja, hallo zusammen, hallo Herr Zeitler.
Zum ersten Mal ist ja zu erwarten, dass Bochum mehr Ballbesitz hat, vielleicht sogar deutlich mehr Ballbesitz. War das auch ein Schwerpunkt im Training oder? Ja, es ist sicher nicht unser Ziel, mehr Ballbesitz zu haben wie der Gegner. Wir haben auch schon viele Spiele gesehen, wo diese Mannschaft gewinnt, die weniger Ballbesitz hat. Aber natürlich gab es klare Schwerpunkte im Training, die das dann möglich machen, dass wir morgen wirklich die große Chance nutzen. Und diese Schwerpunkte, ja, ob die jetzt mit dem Ball waren, ob die im Bereich Standards waren, ob die dann auch grundsätzlich in der Herangehensweise zu dem Spiel waren, die haben wir trainiert. Und morgen werden wir alle sehen, wie wir die umsetzen und zu welchem Ergebnis das die dann führen. Philipp Rentsch. Sie haben in Freiburg eher auf ein 4-3-3 gesetzt, gegen Gladbach vorher zumindest in der Startelf auf eine Mittelfeldraute, haben dann aber auch später variiert in der zweiten Halbzeit. Was spricht für das jeweilige System? Inwieweit unterscheiden die sich voneinander? Ja, sie unterscheiden sich dadurch, dass die Spitze bei den drei Offensivspielern entweder einmal nach vorne zeigt oder einmal nach hinten, sprich nach hinten Zehner und zwei Stürmer, nach vorne die Spitze in der Mitte, der Mittelstürmer und zwei rechts und links. Seit Anfang der Saison, seit der Vorbereitung, haben wir wirklich in diesen zwei Systematiken trainiert, habe ich immer so gesagt, die Mannschaft weiß das. Ich denke, jeder hat gesehen, dass es natürlich noch nicht so alles hundertprozentig funktioniert, aber die Mannschaft, unsere Mannschaft ist in der Lage, da zu spielen. Und Sie haben es richtig gesagt, gegen Gladbach haben wir zum Schluss umgestellt, also auf ein 4-3-3, jetzt haben wir im 4-3-3 begonnen. Ich denke, morgen sind auch beide Systeme möglich, je nachdem, wer auf dem Platz ist. Es sind keine Riesenunterschiede und wie immer gilt auch da, es geht um die Umsetzung, es geht um andere Prinzipien in den entscheidenden Momenten des Fußballs. Das sind vor allem natürlich Umschaltmomente, wenn wir den Ball verlieren, beziehungsweise wenn wir den Ball gerade gewonnen haben. Und auch das sind wichtige auch Schwerpunkte in dieser Woche, die wir morgen gut machen wollen. Weitere Fragen? Ralf Ritter. Eine Möglichkeit für mehr Kreativität zu sorgen wäre ja vielleicht der Einsatz von Moritz Boni-Kwarteng. Sein Comeback hat er gegeben letzte Woche, eingewechselt worden. Wäre er auch schon einer für die Startelf? Ja, genau, das ist die Frage, die wir uns auch gestellt haben und die werden wir morgen mit der Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung beantworten. Aber die Chancen sind groß wieder. Ich nenne jetzt nicht konkrete Dinge, die Chancen sind groß, sehr groß sogar, dass er morgen auf jeden Fall auf Spielzeit kommt, ob das von Anfang ist oder als Einwechselspieler, werden wir morgen sehen, werde ich jetzt noch nicht verraten. Günther Pohl wartet auf das Mikro. Hat mich verzweifelt umgesehen. Holstein Kiel, was kommt da für ein Gegner auf den VfL Bochum zu? Sie sind ja wahrscheinlich, wenn Sie den Kollegen auch so gut kennen, bestens vorbereitet. Da muss ja eine Menge auf Sie zukommen, wenn er so forsche Töne anschlägt. Ja, was heißt persönlich kennen? Wir hatten jetzt auch schon länger keinen Kontakt mehr. Was ich zum Gegner sage, da hält man sich natürlich immer zurück, aber erstmal natürlich von unserer Seite haben wir natürlich auch beobachtet, jeder Fußballkenner in Deutschland, was sie letztes Jahr gemacht haben, wie sie klar gespielt haben, wie sie in allen Dingen des Fußballs gut gespielt haben. Ja, wir sind vorbereitet, wir haben die Mannschaft natürlich genau analysiert, aber auch morgen gilt, wie immer, dass es auf uns ankommt, dass der Gegner natürlich auch sehr variabel ist. Das haben sie letztes Jahr und auch schon dieses Jahr unter Beweis gestellt, dass sie sich wohlfühlen in verschiedenen, ja, oder auf verschiedenen Positionen mit Positionswechseln. Es geht um uns. Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Es hat einfach mit Vertrauen in unsere Überzeugungen zu tun, dass wir davon überzeugt sind. Und das machen wir morgen. Philipp Rentsch. Ja, Danny De Witt gilt so als einer der wichtigsten Neuen im Kader des VfL Bochum. Wie lässt er sich am besten einbinden? Wie kommen seine Stärken am besten zur Geltung aus Ihrer Sicht? Ja, wir kennen seine Stärken. Ich denke, ich weiß, auf was Ihre Frage abzielt. Sie sind auch Kenner des holländischen Fußballs und letztes Jahr war es natürlich offensichtlich, kann man auch nachschauen, dass er auch viele Tore gemacht hat, dass er sehr torgefährlich ist. Wenn man torgefährlich ist, braucht man Abschlüsse und die hat er letztes Jahr und auch in den vergangenen Jahren nachgewiesen. Bei uns jetzt noch nicht. Ja, das symbolisiert auch teilweise die Entwicklung der Mannschaft. Wir haben noch Schritte zu machen, auch er.
Und deshalb brauchen wir ihn auch, um Bälle zu holen, um Bälle zu verteilen. Aber wir wollen natürlich noch mehr, dass er da in torgefährliche Situationen kommt. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie wir das hinkriegen. Aber klar, die Entwicklung ist noch bei ihm klar zu machen. Und morgen ist die nächste Chance, eine große Chance, um da auch in dem Bereich, dass er uns Torchancen gibt oder im Idealfall sogar verwandelt, die ist riesengroß. Ja. Günter Pohl. Da können wir ja jetzt spekulieren und sagen, ist der in seiner Defensivarbeit, die er ja auch beim letzten Auswärtsspiel sehr, sehr gut gemacht hat und sehr, sehr präsent war, ist er da so weit eingebunden, dass es dann eben nicht mehr für diese Aktionen vorne reicht? Sind das Zwänge, die ihm der Trainer vielleicht auch erst einmal aufgelegt hat, gerade bei Auswärtsspielen, dass er nicht nach vorne kommt in die Position? Denn dann wäre er jetzt gegen Kiel vielleicht genau der richtige Moment. Ja, ich glaube nicht, dass der Trainer des VfL Bochum mit Zwängen arbeitet, aber es ist so, dass alle Spieler, also nehmen wir auch Stürmer, jetzt nehmen wir einfach Broschinski, auch aus dem vergangenen Spiel in Freiburg. Broschinski hat Aufgaben, wenn wir den Ball haben, wenn es um Abschlüsse geht, aber er hat natürlich auch Aufgabe, da können wir keinen Stürmer rausnehmen, wenn der Gegner einen Ball hat. So ist es bei Mittelfeldspielern. Und so ist natürlich auch bei Abwehrspielern, die hinten aufpassen müssen, Bälle erobern müssen, aber auch Torchancen vorbereiten. Siehe der letzte Pass zum Tor von Wittek. Wittek ist ein Spieler aus der hintersten Reihe und der hat da den Pass gegeben. Ja. Also von daher haben alle Spieler, es gibt da keinen Freibrief, dass einer nicht mitmachen muss, wenn der Gegner einen Ball hat. Aber wir wollen, dass alle auch angreifen und das Eingreifen im Sinne von aufs Tor schießen oder Vorlagen geben. Und da ist dann sicher ein kompletter Mittelfeldspieler, der beides kann. Und im Zentrum des Spiels, im Mittelfeld, ist man noch mehr dafür gemacht, dass man halt beides macht. Bälle erobern, Bälle zurückholen, aber auch Torchancen kreieren. Also so ist der Danny De Witt. Und er hat die Woche, wie immer, sehr engagiert mit höchster Konzentration trainiert. Und dann, wie die anderen, jetzt will ich aber auch nicht so viel reden, dann geht es morgen 15.30 Uhr, um das geht's. Philipp Rentsch nochmal. Ja, die ersten Blätter fallen ja schon, deshalb muss ich nochmal nachfragen. Ivan Ordez, Bernardo, wie ist da der aktuelle Stand? Wann werden wir die vielleicht auch wieder in einem Pflichtspiel sehen? Ja, kann ich konkret darauf antworten, ohne dass ich einen konkreten Termin geben könnte. Ordez, wer unser Training beobachtet hat die letzten Tage, ist schon wieder auf dem Trainingsplatz, trainiert mit, natürlich noch mit Handbremse. Und der Plan ist so, dass ab kommenden Montag, wir werden am Montag wieder in die kurze Woche auf Dortmund einsteigen, also Montag nicht frei machen, Montag einsteigen in die kurze Woche, ist Ordez wieder voll mit dabei. Also er trainiert dann auch mit Zweikämpfen voll. Und dann wird man sehen, wie schnell das geht, dass er wieder in Spiel in so Form kommt, dass er spielen kann. Bei Bernardo ist es ein bisschen länger. Ja, also da dauert es schon auch ein paar Tage, wahrscheinlich auch etliche Tage mehr. Aber immer wenn ich da bin und ich bin auch oft da, sehe ich eigentlich Bernardo auch, der da schon wieder fleißig trainiert seit dieser Woche mit unseren Physios. Die machen das gut, die machen das sogar sehr gut. Und deshalb können wir hoffen, dass er schnell wieder kommt. Aber es geht schon noch. Da müssen wir noch ein bisschen uns in Geduld üben. Ralf Ritter. Ja, Ihr Kapitän, der langjährige Kapitän Lucia, der war ja jetzt zuletzt komplett auf der Bank. Das ist relativ neu für ihn. Oft kam das noch nicht vor in seiner langen Zeit in Bochum. Wie geht er damit um und bleibt es dabei? Ja, aus aktuellem Anlass, ich habe heute Morgen natürlich auch die Watz gelesen und habe das Tattoo gesehen und von diesem Fan, glaube ich, aus Gütersloh kommt da, wo 100, ja, Ringberg, ist es bei Gütersloh? Okay, also mit 120 Kilometer Anfahrt und ich habe mit Toto auch darüber gesprochen und ja, er war dann wie immer zurückhaltend und ich sage, das ist eine tolle Sache, wenn einer sich so nicht nur mit dem Club identifiziert, sondern auch mit dir als Spieler, als Persönlichkeit. Also an diesem Beispiel kann man, glaube ich, erklären oder auch veranschaulichen, dass ich mit Toto und nicht nur wegen unserer zwei Sprachen, die wir beide sprechen, immer im Austausch bin. Es geht dann um seine Rolle, es geht um das, wie es jede Woche neu aussieht. Es geht um die Rolle außerhalb des Platzes, aber es geht natürlich auch um die Rolle auf dem Platz. Letzte Woche hat er, glaube ich, zum ersten Mal keinen Einsatz gehabt
es kann morgen anders sein. Aber ich bin, jetzt hört sich immer so an, im Austausch immer so. Also wir reden sehr oft und auch richtig gut, glaube ich, miteinander. Aber klar ist eine neue Situation. Einer, wirklich eine Ikone. Ich habe gesehen, er kommt jetzt, er kriegt jetzt auch draußen, wie nennt man das, Jens da, wo die Lamex, die Wölks, die Gräs, alles sind da. Säulen, da, danke. Ja, also ich glaube, das ist schon in der Vorbereitung irgendwann in den nächsten Jahrzehnt dann für Losilla, dass er da eins kriegt und das zeigt ja seine Bedeutung. Nein, Losilla enorm, enorm. Ich kann ihn nur loben mit Trainingseinstellung, wie er auch Fußball spielt, wie schnell. Jetzt haben andere gespielt, das muss ja nicht immer so sein und wir werden morgen schauen zu Beginn des Spiels und auch im Verlauf des Spiels, wie dann seine Einsatzzeiten sind, kann ich jetzt noch nicht prognostizieren. Stefan Döring. Sie haben in der vergangenen Woche die Sturmduo gewechselt, wo du spielte neben Bruschinski. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass mehr Ballbesitz zu erwarten ist gegen Holstein Kiel, wird das daran etwas ändern, weil man mit mehr Flanken agieren kann und dementsprechend Hofmann zurückkehren wird? Ja, wir haben letzte Woche gesagt, dass wir jetzt auch nach der Rückkehr von Balde, der ja die Woche einen Tag nicht da war oder anderthalb, dass wir da viele Spieler zur Verfügung haben. Quarteng wurde angesprochen, ist natürlich auch eine Alternative für die vorderste Linie. Deshalb haben wir viele, das ist sehr gut so. Und dann ist ja nicht schwierig zu erraten, dass wir morgen auch wieder wechseln werden während des Spiels. Ja, es ging nicht auf, gebe ich zu, also jetzt in Freiburg. Wir wollten dann den Wechsel machen und dann selber das zweite Tor machen. Und dann kam der Wechsel erst später. Aber der Plan wird morgen ähnlich sein, dass auch im Verlauf des Spiels, Halbzeitpause oder später, die Jungs von der Bank kommen, vornehmlich Offensivkräfte und die im Idealfall unsere Mannschaft dann stärker machen. Wie das dann ist, ob Balde beginnt oder Bruschinski, ob Boadu beginnt oder Bamba sind 4x B, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ralf Ritter. Nun ist ja am Anfang, wurde von Philipp Rentsch ja schon die Erwartungshaltung angesprochen. Ist ja schon ordentlich Druck auf dem Kessel nach 4 Pflichtspielniederlagen. Jetzt kommt der Aufsteiger. Ich habe so geschrieben, alle, die es mit dem VfL halten, erwarten jetzt einen Sieg. Wie ging denn die Mannschaft mit diesem doch Siegesdruck, würde ich schon sagen, um in dieser Woche? Ja. War die Stimmung so ein bisschen ernster, wurde ein bisschen weniger gelacht, noch fokussierter, habt ihr viel miteinander gesprochen? Nein, ich würde lügen, wenn ich sage, das merkt man nicht, die Gefühlslage der Mannschaft. Und da hat der Trainer und auch das Trainerteam und alle, die den Erfolg der Mannschaft wollen, im direkten Umfeld auch eine Aufgabe, dass man sie bestärkt, dass man sie erinnert an die Körpersprache, an die Bedeutung der Körpersprache. Aber es ist klar, dass wenn man, jetzt haben wir halt die ersten 3 Spiele, Punktspiele verloren, dass da natürlich nicht von oder nicht automatisch das Selbstbewusstsein da ist. Das kann man eigentlich schon holen über gute Trainingsleistungen. Aber natürlich geht es um einen Sieg und genau das wollen wir morgen machen. Genau das machen wir morgen und dann sieht es auch schon wieder klar besser aus, nur dass jetzt die Stimmung jetzt schlecht gewesen wäre, habe ich in keinster Weise empfunden. Aber natürlich, wenn so eine lange Periode ist, die Periode geht ja schon länger, es war dann dieser grandiose historische Sieg jetzt in Düsseldorf. Aber das wissen Sie besser als ich. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber wenn man jetzt mal die letzten 12 Bundesligaspiele der letzten Saison nimmt, dann kommt man auch nicht auf so viele Siege. Das ist in manchen Spielern sicher drin. Das ist eine lange Zeit ohne richtig großes Erfolgserlebnis. Und deshalb, klar, ist die Ungeduld oder diese Situation ist so, aber es rückt näher, dass wir das machen. Rein statistisch, aber auch so. Es rückt näher und deshalb ist es umso besser. Vielleicht die Nachfrage. Ja. Selbstvertrauen im Training holen. Waren Sie denn zufrieden mit der Trainingsleistung in dieser Woche? Zumindest in der Vorbereitung haben Sie hier und da ja auch schon mal gesagt, heute war es nicht so. Nein, es geht immer besser, aber ich bin zufrieden mit der Trainingswoche. Ja, das kann ich jetzt mit
Fug und Recht so sagen. Ich erinnere mich an das jetzige Training, das durften wir in unserem tollen Stadion machen, morgen mit Zuschauern noch besser. Ja, auch die Zuschauer haben morgen eine Rolle, da freuen wir uns drauf, wie die uns unterstützen, und ich weiß, dass es so sein wird. Ja, da muss man kein Prophet sein, ich freue mich mit der Mannschaft richtig drauf. Wir haben gerade das Abschlusstraining gemacht. Ansonsten haben wir, wie Sie gesehen haben, einen tollen Platz 2 mit dem neuen Rasen. Da kann man ja gar nicht schlecht trainieren auf diesem guten Rasen. Und ja, deshalb bin ich zufrieden. Es gab dann mit Miyoshi und Balde, dass die 2 Einheiten verpasst haben und leider Miyoshi ausfällt, natürlich auch ein paar Wermutstropfen, nämlich genau 2 in der Woche. Aber wir sind viele, wir sind 24, 25, wir haben gut trainiert, aber Training ist das eine und Spiel das andere. Ja. Und da geht es im Profifußball auch bei uns um Erfolge, um Punkte, und das streben wir morgen an. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dahin. Besten Dank. Da. Also ganz hin. Sorry. Einmal kurz vorstellen. Hendrik Navratek, Sat1 NRW. Ich würde gerne auf die Frage vom Kollegen aufbauen. Herr Zeiler, nun interessiert mich aber Ihre persönliche Gefühlslage. Ist es eigentlich insgeheim auch so ein bisschen schon so ein kleines Entscheidungsspiel für Sie? Persönlich macht man sich nach 3 punktelosen Spieltagen insgeheim so ein bisschen Gedanken um seine berufliche Zukunft? Ich habe Ihren Namen nicht richtig gehört. Können Sie den nochmal wiederholen, damit ich den einordnen kann? Ja, bitte. Hendrik Navratek, Sat1 NRW. Okay, weil wir haben uns bisher noch nie gesehen. Sie sind neu hier. Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ja, mein Leben, jeder Mensch im Leben hat Sorgen. Manchmal, aber da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist meine Antwort. Bei dem persönlichen Druck, den Sie empfinden, gar nicht? Nein, das ist eine tolle Aufgabe. Das kann ich Ihnen so sagen hier, die Aufgabe mit der Mannschaft, mit den Zuschauern zu machen. Ja, ich habe über die Trainingswoche berichtet und der Höhepunkt der Woche ist Spiel, und auf das freuen wir uns. Danke. Muss ich nochmal genauer hinschauen. Und gibt es jetzt noch Fragen? Scheint dann wirklich nicht der Fall zu sein. Besten Dank fürs Interesse. Wir sehen uns dann morgen um 15:30 Uhr hier wieder.